herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BC Pirates. Heute gehen wir mal wieder an die Wurzeln des Kochens zurück. Wir machen ein Basic-Video. Wieder mal Thema dreht sich um Fonds bzw. Brühe. Wir machen eine Rinderbrühe, die wir entweder für eine Soße verwenden können oder in unserem Fall können wir sie auch für eine Suppe verwenden, wird die später weiter verkocht. Wie das Ganze geht, weil das eine super schnelle, einfache Sache ist, das zeige ich euch jetzt. Schauen wir uns mal die Zutaten an. Viele Menschen fragen, wo ist das Brett? Hier schaut man den Zutaten, das ist mal ein bisschen anders. Wir haben hier unseren großen Kochtopf, guckt, dass ihr echt einen großen habt, mit Oberfläche, hier hört schon Brutzeln drin. Ich habe mich kurz eben angehitzt und habe, ich kann es euch gerade mal zeigen, Zwiebeln halbiert und reingelegt einfach, mit Schalen allem. Nicht wundern, wenn die so rütteln, das ist das Wasser, das austritt. Wir haben zum später Ablöschen Wasser, wir haben Weißwein habe ich hier, das ist ein halbtrockener Bacchus, der ist relativ fruchtig. Man muss nicht unbedingt Wein würzen, ich finde Wein ist eine Soße, Brühe hört irgendwo immer dazu, der verkocht sich. Wir kochen das Ganze 3-4 Stunden, da ist nichts mehr an Alkohol drinnen. Wir haben Senfkörner, wir haben hier ein Lorbeerblatt und 3 Nelken. Wir haben Pfeffer und Salz, grob. Ganz wichtig sind in dem Fall Rinderknochen. Das heißt natürlich, wenn ihr in anderen Formen macht, Wildform, wird ihr natürlich Wildknochen nehmen. Geflügel wird ihr Geflügel nehmen. Hier nehmen wir natürlich Rinderknochenstücke. Da wir hier keinen Bratensoßenansatz machen wollen, also einen Bratenfond, sondern wirklich einen Rinderfond, brauchen wir die auch, können die relativ grob sein, weil wir die nicht groß jetzt wenden und anrösten müssen. Wir wollen gar nicht so viele Röstaromen erzeugen, sondern wir wollen den Rindfleischgeschmack haben, weil die Röstaromen würden das Ganze nur drüben und dann wäre die Brühe eher wie eine Bratensoße braun am Ende. Und wir wollen noch einen schönen goldgelben Geschmack, deshalb lässt man auch bei den Zwiebeln das Ganze, die Schale und alles dran. Dann haben wir Wurzelgemüse, ist ganz wichtig. Wir haben einmal Sellerie, wir haben Lauch, Karotten und wir haben Schnittlauch. Da ist auch, glaube ich, noch ein bisschen Frühlingszwiebeln, habe ich noch ein paar reingemacht. Das heißt, ganz, ganz viel Gemüse. Auch beim Gemüse, das kann alles sehr grob sein, weil es wird hier nicht groß angeröstet, sondern es wird wirklich alles fast nur reingeworfen und köcheln lassen. Wir gucken uns jetzt mal die Zwiebeln an. Das muss ich mal rausholen. Ja, die können noch ein bisschen, das heißt, da kann ich jetzt wieder Dampf auf den Topf geben. Ja, ihr seht ja, die Zwiebeln haben schon ein bisschen Farbe bekommen, das reicht doch eigentlich. Also wir müssen das wieder rein. Wir löschen jetzt ab, was ganz wichtig ist, das heißt, dass sich der Satz unten und die Röstaromen lösen. Das hat man mal Wumms gemacht. Und dann können wir eigentlich schon anfangen mit Auffüllen. Ich fange mit dem Rindfleisch deshalb zuerst an, weil das muss auf jeden Fall rein, weil das gibt den Rindfleischgeschmack. Das heißt, das Gemüse muss nicht zwingend alles rein. So, Senfkleine dabei. Dann wieder eine Nelke. Pfeffer und Salz. Das ist wirklich eigentlich ganz einfach, was wir machen, Leute. Ihr müsst wirklich immer nur reinkippen. So schaut es im Topf aus. Gut, und jetzt füllen wir wirklich den Rest mit Wasser auf. Der Topf ist gefüllt. Ihr seht, alles muss schön bedeckt sein. Das ist wichtig, also dass Knochen alles schön voll ist mit Wasser. Das Ganze wird jetzt einfach noch ein bisschen mehr wie mittlere Hitze köcheln lassen. 3 Stunden, 4 Stunden, gibt es keine Zeitdauer. Also mindestens 3 Stunden sollt ihr kochen. Das war der Hund, der natürlich die Aufnahme stört. Also noch einmal, mindestens 3 Stunden sollen wir das Ganze kochen. Je länger, je besser. Und wir sehen, ihr müsst natürlich nicht so lange warten, also so lieb bin ich. Das wird natürlich im Video geschnitten und wir sehen uns dann, wenn die 3-4 Stunden um sind. Ciao! Jetzt sind wir wieder zurück. 3,5, fast 4 Stunden sind jetzt vergangen. So schaut die Brühe aus. Ihr seht, oben hat es natürlich auch gut Fett gesammelt. Was jetzt nicht so schlimm ist, also wenn das später euch zu viel Fett ist, spätestens wenn die beim Durchsieben dann nachher kalt wird, wird das Fett auch oben fest, da kann man es auch oben perfekt fest später abkratzen. Was ich jetzt machen werde, weil es ist doch schon ziemlich voll und bevor jetzt mehr neben dran geht, ich werde jetzt erstmal schon mal einen Teil ein bisschen grob rausholen. Was ich übrigens während des Kochens gemacht habe, war die... Wenn sich eine Eiweißbildung oben ergibt, das muss man abschöpfen.
Da wartet man einfach ein bisschen, da sammelt sich oben das Eiweiß, dann kann man das eigentlich relativ gut runter. Ich versuche jetzt ein bisschen zu vermeiden, jetzt alles nicht zu durcheinander zu machen, damit die Suppe nicht oder die Brühe nicht zu sehr nachtrübt. Ja, und jetzt gehen wir an den Punkt, ihr nehmt einfach einen Topf, ein zweites Sieb. Ich hoffe, das geht, das ist ein bisschen weiter drüber, aber müsste funktionieren. Legt ein sauberes Tuch rein, damit sich wirklich kleine Sachen, Schwebstoffe da drin festsetzen und dann fangt ihr an, langsam abzugießen. Hier sehen wir jetzt das exemplarische Ergebnis. Das ist jetzt eine Rinderbrühe, die hat richtig Bums. Wenn ihr natürlich jetzt wollt, also die kann man jetzt als Basis nehmen für weitere Gerichte schon, eine Suppe draus machen, alles Mögliche. Ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, die jetzt weiter zu kochen, nochmal ein bisschen einzukochen und könnt dann daraus sogar eine doppelte Kraftbrühe machen. Das mache ich irgendwann mal im anderen Video. Ja Leute, hier sind wir wieder, der Dicke im Vollformat und hier ist die Brühe. Das ist jetzt keine geklärte, das ist halt eine Trübe. Wie gesagt, so eine Brühe kann man auch noch klären, kann eine doppelte Kraftbrühe daraus machen. Das ist das, was ich mitmachen will. Es gibt eine Süppchen, da ist es okay, da kann es auch trüb sein, da gibt es eh noch eine Einlage dazu. Da habe ich kein Problem, da brauche ich jetzt keine klare Brühe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, bitte Daumen hoch. Wenn nicht, schreibt mir die Kritik drunter, nur dann kann auch ich mich verbessern. Ich hoffe, ihr guckt mal wieder rein, denkt da oben an den Abo-Button, freue mich über jedes Abo. Bis zum nächsten Video, euer Thilo, BC Pirate, ciao.